was soll denn das? Meine ganze Abo-Box ist zugespammt mit ACTA-Videos. Was ist denn überhaupt ACTA? ACTA, da es mit sämtlichen YouTubern abgesprochen war, heute ein Video gegen ACTA hochzuladen und ihr unsere Drecksvideos garantiert sowieso immer ganz zum Schluss schaut, wisst ihr bestimmt schon, was ACTA ist. Aber für diejenigen von euch, die noch nicht wissen, was ACTA ist, hier ein Erklärungsvideo dazu. Und für die anderen wiederum, die keine Zeit für sowas haben, haben wir hier eine Dokumentation für euch vorbereitet, die genau erklärt, was ACTA eigentlich ist. Ah nee, also da fand ich jetzt die Explosionen zum Beispiel von Transformers 3 besser, wie jetzt in dem Clip gerade eben. But if we don't treat the internet with the respect that it deserves, it could one day be gone forever. Wir als die besten deutschen YouTuber haben eine große Verantwortung im Kampf gegen ACTA. Am Samstag sind in ganz Deutschland Demonstrationen. In der Fußnote findet ihr einen Link zu einer Website, die alle Demonstrationen in Deutschland aufgelistet hat. Sucht euch einen Ort und eine Demonstration in eurer Nähe und geht fleißig demonstrieren. Ich bin in München am Start, könnt ihr mal Hallo sagen, ne? Tanze, wir sind ja eigentlich gerade Teil der Geschichte. Glaubst du, die werden irgendwann mal in der Zukunft von uns reden, wie wir ACTA aufgehalten haben? So, guten Morgen, liebe Kinder. Mal schauen, wie gut ihr letztes Mal aufgepasst habt. Wir kommen zur Wiederholung der letzten Stunde. Franz, wie schaut's aus? Ich war letzte Stunde nicht da! Okay, war letzte Stunde nicht da. Otto, du hast es die Chance, die 6 von deiner letzten Ex zu verbessern. Kannst du mir mal bitte die wichtigsten Personen im Kampf gegen ACTA aufzählen? Knaffinova, Mr. Trashpack, Apple War Pictures, iBloody, Tanzbär oder Simon. Aber, aber habe ich eh schon die wichtigsten genannt eigentlich. Es ist echt schade, das wäre eine geschenkte Note gewesen, aber das waren jetzt ungefähr die Hälfte der Personen. Ich kann dir da jetzt nichts Besseres wie eine 4 geben. Rüdiger! Es kann doch wohl jetzt hier nicht dein Ernst sein, dass du mitten im Unterricht hier auf deinem iPad 75 Goethe durchliest. Als wir damals jung waren, da haben wir noch Simon Desi und Herr Tutorial geschaut. Also, ich weiß nicht, was aus der Jugend heute. Also, so kommen wir zur diesen heutigen Stunde. Und zwar, Herr Tutorial, der zweite Akt. Sag mal die wichtigsten Werke von Herr Tutorial. Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir den Kampf gegen ACTA gewinnen. Und lernt bitte bis zum nächsten Mal die Gründerväter der Anti-ACTA-Bewegung auswendig. Ich werde euch dann darüber abfragen und euch Noten geben. Also bis zur nächsten Stunde. Servus.